Herzlich willkommen zu Teil 19 meines Informationsdienstes Leben ohne Krankheit. Heute will ich Ihnen die am gestrigen Tage vermittelten Aussagen noch etwas besser verständlich machen. Es ging um Fragen von Erkrankten, die gesund werden wollen. Der ein oder andere wird wohl fragen, ob es das wirklich gibt, dass einem Patienten wichtige Informationen für seine Heilung vom zuständigen medizinischen Personal vorenthalten werden. Schließlich hat er sich ja vertrauensvoll mit der Hoffnung auf optimale Betreuung und möglichst gute Heilung dem Personal anvertraut. Es ist einfach eine häufig anzutreffende Tatsache, die unsere Lebensqualität stark beeinflussen kann, die ich beschrieben habe. Patienten erfahren oft nicht, welche Möglichkeiten für sie schon entsprechend der Wissenslage weltweit zur Verfügung stehen. Zum Glück haben wir ja durch eigene Informationen eine Möglichkeit, an das nötige Wissen zu kommen. Dank an dieser Stelle auch dem Internet. Wer bisher das große Glück hatte, nicht ernsthaft krank geworden zu sein, dem ist das Problem auch nicht begegnet bisher. Aber vielleicht mache ich mich mit einigen Beispielen etwas verständlicher. Ich gebe Beispiele aus den einzelnen Gruppen von Erkrankungen, die uns am häufigsten bedrohen. Erstens Schmerzen im Stütz- und Bewegungsapparat. Ein Patient, nennen wir ihn Max, geht wegen Kniebeschwerden zum Arzt. Sagen wir, dieser ist Facharzt für Orthopädie. Max beschreibt seine Beschwerden als starke Schmerzen bei der Bewegung und auch bei Ruhe. Nach körperlicher ärztlicher Untersuchung und Befragung wird Arthrose diagnostiziert. Da gibt es die folgenden Behandlungsmöglichkeiten für Max. Erstens keine Behandlung. Der Arzt sagt, das ist eben so, damit müsse Max fertig werden. Zweitens, es werden Schmerzmedikamente verschrieben. Drittens, Arthroskopie mit Glättung des Knorpels. Und viertens dann teilweiser oder kompletter Ersatz des Kniegelenks durch Operation. Wenn Max aufgrund der Schmerzmedikamente unerträgliche Nebenwirkungen bekommt, wird auf die weiteren hier schon aufgelisteten Behandlungen verwiesen. Selbst dann, wenn Max seinen Arzt darauf aufmerksam macht und konkret fragt, ob die Hochtonfrequenztherapie für ihn geeignet sei, bekommt er vielleicht solche Antworten vom Arzt. Erstens, ich kenne die Methode, sie ist bei Ihnen nicht geeignet. Oder zweitens, die Methode hilft bei Ihnen nicht mehr, weil schon zu viel Knorpel verloren wurde. Oder drittens, ich kenne die Methode nicht, also taugt sie nichts. Nur die Ärzte, die diese Methode kennen und über sie auch selbst verfügen, sich also individuell weitergebildet haben, geben die fachlich fundierte Auskunft und bieten sie schließlich Max auch an. Warum verfügen nur so wenige Ärzte über die Hochtonfrequenztherapie? Sie haben in der universitären Ausbildung im ersten Semester über die Möglichkeiten der Elektrotherapie bereits etwas gehört. Später jedoch wurde dieses Wissen von zahlreichen Informationen über medikamentöses Vorgehen vollkommen überflutet. Die Elektrotherapie gibt es seit der Zeit der alten Griechen nachweislich. Und das ist ungefähr 4000 Jahre her. Jedoch die engmaschigen Informationen der Pharmaindustrie hören mit dem Studium nicht auf, sondern sind ein ständiger Begleiter der Ärzte in Deutschland. Der Außendienst der großen Pharmariesen ist überall gegenwärtig. In Arztpraxen, Krankenhäusern, Unikliniken und auf den zahlreichen Kongressen und Weiterbildungsveranstaltungen. Mit dieser Präsenz kann sich ein kleines oder mittelständisches Unternehmen der Medizintechnik aus Deutschland nicht zeigen. Dazu fehlen die finanziellen Mittel. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Wenn es einem kleinen Medizintechnikunternehmen gelingt, eine ingenieurtechnische Entwicklung zu generieren, so kostet das natürlich Geld. Die hochqualifizierten Entwickler, das sind Ingenieure, Physiker und Ärzte, sie kosten Geld. Wenn jedoch die technische Entwicklung zum Gerät oder zum Verfahren fertig ist, dann geht es zur Zulassung. Zum Abschluss von gerätetechnischer Entwicklung und
TÜV-Zulassung des weltweit kleinsten und effektivsten Geräts gegen Schmerzen und deren Ursachen, ich meine damit das Gerät Vivotum Premium, musste ich feststellen, dass die Zulassungskosten 17-mal so hoch waren wie die reinen Entwicklungskosten. 17-fach. Das ist für ein kleines Unternehmen schon eine schwierig zu lösende finanzielle Problematik. Danach noch mit teuren Außendienst, wie bei der Pharmaindustrie Präsenz zu zeigen und andere Unterstützung zu geben, das ist für unser Unternehmen aussichtslos. Da müssen wir zwangsläufig hinter der Pharmaindustrie zurückbleiben. Doch ein Lichtblick ist das Internet. Hier treffen wir wenigstens die Patienten oder auch manche Ärzte an. Sie müssen sich nach meinen Informationen nicht mit den bei herkömmlichen Behandlungen verbundenen Risiken, Gefahren und Folgeerkrankungen zufrieden geben. Sie kennen die Alternativen ohne Gefahren. Nun noch einmal zu Max mit den Knieschmerzen aufgrund Arthrose. Ich schlage ihm bei dem ärztlichen Rat zur Glättung des Knorpels vor, einmal einen Orthopäden aufzusuchen, der diese Knorpelglättung bei sich selbst hat vornehmen lassen. Den wird Max nicht finden. Genügt das zur Einordnung des Vertrauens der Ärzte zu einer Methode, die sie selbst praktizieren? Bei anderen natürlich. Also kann sich Max doch nur selbst früh genug, möglichst wenn er noch gesund ist, über die bestehenden Methoden der Medizin informieren. Dann wird er später einsetzende medizinische Bedrohung gut besiegen können. Schmerzen im Bewegungs- und Stützapparat sind ja nur ein Teil der gefährlichsten medizinischen Bedrohungen. Kommen wir zu zweitens, Krebserkrankungen. Nehmen wir ein Beispiel aus dem Bereich der Krebserkrankungen. Nennen wir die Patientin Lisa. Sie hat 2014 die Diagnose eines Hirntumors, eines Acusticus-Neurinoms bekommen. Es ist ein sogenannter gutartiger Tumor, er streut nicht mit Metastasen. Der Tumor hat eine klare bildliche Abgrenzung, gut sichtbar im CT und MRT. Der Tumor liegt nah am Hörnerv. Die Radiochirurgie existiert weltweit schon seit den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Und damit besteht die Möglichkeit, Tumore im Kopf sicher und präzise zu zerstören. In Deutschland war die erste Radiochirurgie in frühen 90er Jahren verfügbar. Obwohl die Vorteile der Radiochirurgie mit Gammaknife oder mit Cyberknife wissenschaftlich seit Jahrzehnten schon öffentlich dargestellt werden, werden die Acusticus-Neurinome in Deutschland hauptsächlich operativ, also neurochirurgisch entfernt. Diese chirurgischen Eingriffe sind verbunden mit großen Risiken und Gefahren für die Patienten. Zu ca. 20% trägt der operierte Patient nach der Operation lebenslange Schäden mit sich. Die Schädigung des Facialisnervs wirkt sich sehr negativ auf die Lebensqualität des Operierten aus. Der Mundwinkel hängt herunter, Speichel läuft darüber aus dem Mund und der Patient kann es nicht verhindern. Und es gibt noch mehr Folgeerkrankungen durch die operative Entfernung von Tumoren im Hirn. Da werden Sie fragen, warum nicht einfach auf die ambulante und beinahe völlig ungefährliche Radiochirurgie mit Gammaknife oder Cyberknife ausweichen? Zum Wohl des Patienten. Ich weiß es nicht genau, vermute aber, dass hier die Fachgebietsgrenzen eine solche starke Trennung darstellen, dass es zu keiner Zusammenarbeit über diese hinweg gibt. Da überweist der Neurochirurg den Patienten häufig nicht an die benachbarte Einrichtung der Strahlentherapie, wo sich Gammaknife oder Cyberknife befinden. Ich kenne eine universitäre Klinik in Deutschland, wo der neurochirurgische Chefarzt, ein Professor, innerhalb von 10 Jahren nicht einen einzigen Patienten an die Radiochirurgie mit Gammaknife überwiesen hat. Alle Patienten mit Acusticus-Neurinomen wurden chirurgisch behandelt. Das Gammaknife dort ist keine 5 Minuten von der Neurochirurgie entfernt. Die zahlreichen betroffenen Patienten haben das Nachsehen. Kommen wir nun auf unsere Beispielpatientin Lisa mit dem Acusticus-Neurinom zurück. Sie hat nur eine Chance durch eigenes Wissen. Sie muss wissen, dass es Strahlenchirurgie gibt, um Risiken, Gefahren und drastische Folgeerkrankungen zu vermeiden. Informationen sind lebenswichtig für uns alle. Ich halte für Sie den Service bereit, dass Sie ausreichende Informationen erhalten
um das lebenswichtige Wissen für Ihre Lebensqualität zu bekommen. Für die konkrete Frage nach CyberKnife stehe ich mit meinem speziellen Serviceangebot für eine fachgerechte ärztliche Auskunft zur Verfügung. Über den Link www.schmerzen-was-tun.de/krebs können Sie Ihre Anfrage stellen. Drittens, ich komme zu Infektionserkrankungen. Kommen wir zu Infektionserkrankungen. Die Sepsis, das ist ein anderer Name für Blutvergiftung, ist schon zur dritthäufigsten Todesursache in deutschen Krankenhäusern geworden. Die übliche Waffe gegen die gefährlichen bakteriellen Infektionen, auf die unser Gesundheitswesen viel zu lange gesetzt hat, ist längst stumpf geworden und wird immer unwirksamer, die medikamentöse Behandlung mit Antibiotika. Nehmen wir einen Patienten mit dem Namen Horst. Er erleidet eine Sepsis und sein Leben schwebt in großer Gefahr. Eine Reihe von Antibiotika wird eingesetzt mit fraglichen Erfolgsaussichten. Dabei gibt es schon über 80 Jahre ein Frequenzverfahren, das einfach eingesetzt werden kann. Es zerstört das Milieu für schädliche Bakterien im Körper so, dass diese Parasiten häufig schnell besiegt werden. Die Frequenzbehandlung kann ohne Probleme auch parallel zur medikamentösen Behandlung vorgenommen werden. Kein Risiko, keine Gefahr und keine Folgeerkrankungen durch das nur wenige Minuten dauernde Frequenzverfahren. Fragen wir nicht, warum es so selten eingesetzt wird, sondern kümmern wir uns darum, davon zur rechten Zeit zu wissen. Hoffen wir also für unseren bereits beschriebenen Patienten Horst, dass er rechtzeitig auch Bescheid wusste. Der Informationsdienst bietet die Möglichkeit dazu. Viertens, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ich erlaube mir noch ein Beispiel zu bringen. Es ist aus dem Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Unser Patient, nennen wir ihn Peter, hat Probleme mit der Durchblutung. Aufgrund von Stress, mangelnder Bewegung, Übergewicht oder anderen Gründen ist sein Blut nicht mehr ausreichend flüssig. Die großen Blutkörperchen, die Erythrozyten, sind miteinander verklebt und bilden ähnlich wie Geldrollen bei Münzen große Gebilde oder sagen wir Verklumpungen, die durch die kleinen engen Arterien nicht mehr hindurchpassen. Es kommt nicht mehr genügend Sauerstoff zu den Organzellen. Es kann ebenso zu Herzinfarkt, Schlaganfall oder Arterienverschluss kommen. Unser Patient kennt die Gefahren infolge der Erythrozytenverklumpung und hat große Angst vor den Folgen. Er hat aber auch Angst vor den Risiken der noch immer üblichen Therapien mit Stents, Ballonarterienaufweitungen und Herzkatheteruntersuchungen. Patient Peter weiß auch, dass nicht nur Herzinfarkt, Schlaganfall und Arterienverschluss bei mangelnder Durchblutung drohen, sondern es droht auch Krebs. Überall, wo es an der Sauerstoffversorgung der Zellen mangelt, kann Krebs entstehen. Genügend Sauerstoff zur Krebszelle gebracht, kann diese sogar wieder zur normalen Zelle machen. Auch für diesen Nachweis gab es schon einen Nobelpreis. Professor Warburg, ein Deutscher, hat ihn zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts erhalten. Was soll Patient Peter nun tun? Wenn er die moderne und ungefährliche Methode AGFLO kennt, ist er gut versorgt. Dr. Ulrich hat sich seine Methode sogar beim Deutschen Patentamt eintragen lassen. Ähnlich einer Nutzung einer Armbanduhr behandelt sich dann Patient Peter täglich zweimal für 30 Minuten und kann eine messbare Verbesserung seiner Blutstruktur schon nach wenigen Minuten erwarten. Das wäre dann auch ohne Risiko, Gefahr oder Folgeerkrankung erreichbar. Das Verfahren ist erprobt und zugelassen. Und sollte Patient Horst damit nicht erfolgreich sein, so kann er ja immer noch die herkömmlichen Methoden nutzen, jedoch nicht ohne Risiko. Patient Peter ist also gut beraten, die Methode AGFLO von Dr. Ulrich zu kennen. Die Methode baut auf weltweit veröffentlichten wissenschaftlichen Ergebnissen auf. Diese wurden sogar auch mit dem Nobelpreis honoriert. Fragen Sie also bitte nicht, warum dieses nicht-medikamentöse Verfahren in Deutschland noch ein Nischendasein hegt. Fragen Sie nicht warum, sondern sichern Sie sich Ihr Wissen darüber und bleiben am Ball. Der Informationsdienst von Dr. Ulrich bietet Ihnen die Chance zum Leben ohne Krankheit. Liebe Interessenten, Leser und Hörer meines Informationsdienstes, ich hoffe, dass ich Ihnen anhand der Beispiele deutlich darstellen konnte, dass es aus der Gruppe der Kranken, die gesund werden wollen, oftmals schwieriger ist,
zu den Gesunden zu kommen. Da war es in der ersten Gruppe der Gesunden, die nicht krank werden wollen, doch etwas einfacher. In beiden Gruppen jedoch ist das eigene Wissen von unschätzbar großem Wert. Ich bin bereit, Ihnen mit meinen Informationen dieses zu erweitern. Bleiben Sie am Ball, morgen erfahren Sie etwas über radioaktive Strahlen zu Ihrem Wohlergehen.